Ihr Lieben, in diesem Jahr liegt Ostern richtig spät. Und so kommt es dazu, dass wir an diesem Sonntag eine Art Schaltsonntag feiern. Den vierten Sonntag vor der Passionszeit. Und dazu lade ich euch zum Gottesdienst in die Marienkapelle in Trupe, die Truperkapelle, ein. Und hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei deine Treu, dich jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt, dich jeden Abend wieder, wenn schwer die Augen nieder, das schwache Herz mit Frieden füllt. Wir wollen dem Namen dein im Herzen still und fein Lob singen und auch laut vor aller Welt. Nie hast du uns vergessen, schenkst Gaben unermessen, tagtäglich deine Hand uns hält. Kleidung und Brot gibst du, der Nächte Ruh dazu und stellst am Morgen über jedes Dach das Taggestirn, das helle und mit der güldnen Welle des Lichts nimmst du das Ungemach. Gelobt sei deine Treu, die jeden Morgen neu uns deine ab- und tiefe Liebe zeigt. Wir preisen dich und bringen dir unser Lob mit Singen, bis unser Mund im Tode schweigt. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meere, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not. Und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war. Und er sie zum ersehnten Hafen brachte, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn preisen in der Gemeinde und bei den alten Römern. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Lasst uns beten. Gott, du willst uns segnen und gesund machen und Frieden in Fülle geben. Doch unser Herz ist bedrückt von Sorgen, verwirrt von Informationen und Fehlinformationen, umhüllt von Dunkel und verlockt von Versuchungen. Wir flehen zu dir, Herr, erbarme dich. Du, Gott, willst uns heilen, dass Einfalt und Frieden unter uns wohnen. Das zerstoßene Rohr willst du nicht zerbrechen und den glimmenden Docht willst du nicht auslöschen. Wir flehen zu dir, erbarme dich. Unser Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suchen wir auch, Herr, dein Antlitz. Tu deine Hand nicht von uns ab, Gott, unser Heil, denn du bist unsere Hilfe. Wir flehen zu dir, erbarme dich. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Gefangen sind wir in Elend und Sünde, gebunden in Schuld und Verstrickung. Aber du, Herr, führst dein gefangenes Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit. Wir flehen zu dir, erbarme dich. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Fremd sind wir und heimatlos, so gut wir uns hier auch eingerichtet haben. Gejagt sind wir von Verpflichtungen und scheinbaren und wirklichen Erfordernissen. Du aber, Herr, zerbrichst den Stecken des Treibers und das Joch auf unserer Schulter. Wir flehen zu dir, Herr, erbarme dich. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht aufgeschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 51. Kapitel. Wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf wie vor Alters zu Anbeginn der Welt. Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Weg machte, dass die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn heimkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und vergisst den Herrn, der dich gemacht hat,
der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und fürchtest dich ständig den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, der darauf aus ist, dich zu verderben. Wo ist denn der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde, und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche: Du bist mein Volk. Wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und wir dachten, bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf vielfältige Weise um unseretwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist. Zu helfen, denn er ist bereit, der
Das Evangelium für diesen Sonntag steht aufgeschrieben bei Markus im 4. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, woraus noch ein, und finden weder Hilf noch Rat, ob wir gleich sorgen früh und spät, so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein dich anrufen, du Treuer.
Herzen gnädiglich, allen, die darum bitten dich. Im Namen deines Sohns Jesus Christ, der unser Heil und Fürsprech ist. Ihr Lieben, vorhin haben wir als Evangelium die Geschichte von der Sturmstillung gehört, so wie Markus die überliefert. Als Predigtext ist uns heute eine ganz ähnliche Geschichte aufgetragen, allerdings nicht in der Markus-Version, die gibt es auch, sondern in der Matthäus-Version. Und ich lese sie uns gleich vor in dieser Übertragung der Basisbibel. Aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 14. Kapitel. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen: „Das ist ein Gespenst!" Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: „Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben." Petrus sagte zu Jesus: „Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen." Jesus sagte: „Komm." Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: „Herr, rette mich!" Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus: „Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: „Du bist wirklich der Sohn Gottes." Soweit die Geschichte in der Matthäus-Version. Es ist hier wie mit vielen Wundergeschichten, wenn man sie verstehen will, ohne sich Dinge auszudenken, die es eigentlich nur mit Special Effects in einem Film darstellbar gibt. Aber in der Wirklichkeit, die wir erleben, kommen sie so nicht vor. Da muss man darauf achten, dass hier als Geschichte erzählt wird, etwas über Vorgänge im Innern. Also die Geschichte ist nicht irgendwo im Außen als historisches Ereignis greifbar, sondern sie wird sehr lebendig, wenn man sie als einen nach außen projizierten inneren Vorgang auffasst. Das ist übrigens nicht neu und nicht erst eine Marotte ungläubig gewordener Theologen des 19. und 20. Jahrhunderts, das so zu deuten. Schon Meister Eckhart deutet die Geschichte in dieser Weise, indem er nämlich von dem See, auf dem die Jünger unterwegs sind, als von einer Wurt spricht. Ihr merkt, das ist noch Mittelhochdeutsch. Heute ist das Wort Wut. Also es sind aufbrandende Gefühle, in denen ein Mensch zu versinken droht. Und es sind sehr aggressive Gefühle, um die es da geht. Also ich lasse jetzt mal den Meister Eckhart beiseite und gucke mir die Geschichte an, wie ich sie heute sehe. Und dann merke ich, Jesus schickt seine Jünger selbstständig voraus. Die sollen jetzt mal selber über den See und er braucht dringend den Rückzug in die Einsamkeit. Das ist ja auch schon mal was, was heute nur in bestimmten Kreisen Konjunktur hat.
In der Regel, wenn wir Freizeitgestaltung suchen, die uns richtig erfreut, suchen wir eher die Gesellschaft von anderen Leuten oder nehmen das Bad in der Menge oder gehen auf ein durch Corona lange vermisstes Stadtfest, Weihnachtsmarkt, hast du nicht gesehen, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das ist, wie wir jetzt gerne unsere freie Zeit verbringen. Jesus sucht den Kontrast, den Rückzug in die Einsamkeit und schickt sie alle weg. Die Jünger zuerst, also seine engsten Vertrauten zuerst und dann auch die Volksmenge. So, und die Jünger, die fahren dann nun also los. Und dann passiert ihnen das, während sie unterwegs sind in ihrer Selbstständigkeit, dass sie in schwere Gewässer kommen. Und der Wind bläst ihnen entgegen. Das heißt, ihr selbstständiger Gang in die Zukunft, der wird echt beschwerlich. Und es kommen ihnen Sachen entgegen, die sind beängstigend und die sind für sie selber unkontrollierbar. Und allein deswegen schon beängstigend. So. Nun wird hier erzählt, dass Jesus über den See, über das Wasser gehend, sich ihnen nähert. Und jetzt stellt euch das vor. Der Wind kommt von vorn, also die Bedrohung kommt, wenn man so will, aus der Zukunft uns entgegen und hindert uns daran, voranzukommen und macht uns zugleich tüchtig Angst. Und nun kommt von hinten her, nämlich von dort her, wo die Jünger aufgebrochen waren, etwas über das Wasser, dringt von hinten her, gewissermaßen aus der Vergangenheit, in diese schon eh brenzlige Lage hinein und erscheint wie ein Gespenst, also wie eine zweite Bedrohung. Da kommt die Bedrohung von vorne und sie kommt den Jüngern auch von hinten. Hilfe, ein Gespenst. So reagieren die Jünger hier. Und Jesus muss dann sagen, ich bin's doch. Er muss sich ihnen zu erkennen geben. Und das ist etwas ganz Wunderbares und das geschieht uns Menschen ja auch, wenn wir eh schon unter Stress und unter Druck sind, erscheint uns alles, auch das Heilsame, als Bedrohung. Und beides untersteht nicht unserer Kontrolle, jedenfalls in dieser Geschichte, wie diese Geschichte unser Leben einfängt, untersteht beides nicht unserer Kontrolle. Was zukünftig auf uns zukommt, haben wir nicht in der Hand. Aber das Heilsame, das uns aus der Vergangenheit verfolgt und uns zum Heil einzuholen sucht, haben wir eben auch nicht unter Kontrolle. Wir sind nicht die Macher. Das ist grundlegende Tatsache alles dessen, was auf einem Wasser geschieht. Wasser hat keine Balken. Da sind unsere Möglichkeiten begrenzt. So. Jesus kommt ihnen gewissermaßen aus der Vergangenheit nach und er kommt auf ungewohntem Wege über das Wasser ihnen nach. Das ist eine Art und Weise, die wir Menschen uns nicht vorstellen können, weil natürlich selbstverständlich jeder, der auf Wasser tritt, versinkt. Hier zeigt sich, dass eben nicht wirkliches Wasser auf einem wirklichen See gemeint ist, sondern eine Projektion eines inneren Vorgangs. Und Jesus kommt dann nun also und sagt, ich bin's doch, ihr müsst doch keine Angst haben vor mir. Und jetzt wird Petrus vorwitzig und sagt, ja, wenn das so ist, dann kann ich auch Herr werden über die Fluten und über die Winde und über alles das, was mir hier entgegensteht. Sag nur ein Wort und ich komme zu dir. Jesus sagt, ja, komm. Und Petrus geht los und das Wasser trägt. Also auf der unsicheren und Unsicherheit verbreitenden und beängstigenden Situation, für diesen einen Augenblick, wo Petrus auf Jesus hört, kann er auf sie drauftreten und sie trägt ihn. Ja, aber dann geht sein Blick von Jesus wieder weg zu der ganzen Situation und wie unsicher und beängstigend sie ist und zack, sinkt er ein. Das ist
ins Symbol verpackt, eine allgemein menschliche Erfahrung. Wenn wir auf das Beängstigende starren, versinken wir darin. Wenn wir auf das Heilsame blicken, kommt uns die Fähigkeit zu, auf den Beängstigenden drauf zu laufen und es muss uns tragen. So. Petrus sieht wieder das ganze Beängstigende und wie beängstigend es doch ist und zack, versinkt er darin. Und hilf, Herr, rette mich! Und Jesus macht, was man dann wohl erwarten würde, er greift zu und zieht Petrus hinaus. Und dann steigen sie beide miteinander in das Boot und, wie die Geschichte sagt, legt sich dann der Wind. Ja, was lernen wir daraus? Das Heilsame, das kann mitunter aus der Richtung kommen, die dem entgegengesetzt ist, was wir als bedrohliche Zukunft erwarten. Und was uns, indem es auf uns zukommt, beängstigt. Das Heilende kann von der anderen Seite kommen. Und es kann dann aber in einer Gestalt kommen, die unsere Beängstigung noch verstärkt, die uns zusätzliche Angst macht. Und das ist fast wie aus einem therapeutischen Prozess entlaufen. Auch da liegt die Heilung oft genau an dem Punkt, wo der Mensch vor lauter Angst, da heranzugehen, nicht drangehen will. Der Punkt der tiefsten Beängstigung und Verunsicherung ist auch der Punkt, an dem die Heilung stattfinden wird. Und so kommt Jesus als Gespenst, die Angst vor dem, was wir nicht in Kontrolle haben, wird noch stärker. Und er sagt, ja, ich bin's doch. Und die Jünger am Ende, sie holen ihn ja ins Boot. Und dann ist er bei ihnen. Und dann ist auch das Heilsame bei ihnen. Und dann kann sich ihnen der Wind legen. Die Wellen können sich glätten. Und die Angst ist vorbei. Und die Fahrt wird gerade und einfach und zielstrebig und vielleicht sogar vergnüglich. Eine Heilung hat stattgefunden, eine Rettung aus der Angst. Ja, und so ist das eine Geschichte der Rettung aus Angst und eine Geschichte der Therapie für uns Menschen, von denen jeder irgendwo seinen Angstpunkt hat, an den er nicht herangehen will, weil ihm das zu schwierig und zu schlimm erscheint. Jesus sagt, ich bin's doch, warum zweifelt ihr, warum habt ihr Angst? So. Jeder kann jetzt diese Geschichte in seinem eigenen Leben auf seinen eigenen Angstpunkt beziehen, wenn er ihn denn weiß. Diese Ängste, die einer Therapie bedürfen, sind oft sehr diffus. Aber jeder hat jetzt die Gelegenheit. Und jeder hat auch die Gelegenheit, die Geschichte darauf zu beziehen, dass, was die Zukunft uns bringt, ja beängstigend sein kann, aber es mit Jesus einen Weg gibt, diese Zukunft zu bestehen. Insofern ist das eben auch eine Geschichte der Stärkung des Glaubens, der Stärkung des Gottvertrauens. Und dann am Ende in ihren letzten Versen expliziert sie ihre implizite Christologie. Nämlich, die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder, sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Erst nachdem die existenzielle Not mit Jesus und durch Jesus überstanden und überwunden ist, merken die Jünger und sagen es dann auch, wer ihnen da geholfen hat. Also nicht das Dogma ist entscheidend, das sich hier am Ende auszuformulieren beginnt, sondern die Rettung aus existenzieller Not. Und sie geschieht hier durch Jesus, wie sie so oft durch Jesus geschieht. Und
Der Ausspruch, du bist wirklich Gottes Sohn, bringt das nur zur Sprache. So, das ist die ganze Geschichte für heute. Amen. Wie mit Gringen Unverstand Wellen sich bewegen, nirgends Rettung, nirgends Land, nach des Sturmwinds Schlägen. Einer ist's, der in der Nacht, einer ist's, der uns bewacht, Christ Kyrie, du wandelst auf der See. Wie vor unserem Angesicht Mond und Sterne schwinden, wenn des Schiffleins Ruder bricht, wo dann Rettung finden, wo denn sonst als bei dem Herrn? Sehet ihr den Abendstern, Christ Kyrie, erschein uns auf der See. Nach dem Sturmwind fahren wir sicher durch die Wellen, lassen großer Schöpfer dir unser Lob erschallen. Loben dich mit Herz und Mund, loben dich zu jeder Stund, Christ Kyrie, ja, dir gehorcht die See. Einst in meiner letzten Not, lass mich nicht versinken, soll ich von den bittern Tod Well auf Welle trinken. Reiche mir dann liebend Brand, Herr, Herr, deine Glaubenshand, Christ Kyrie, komm zu uns auf die See. Lasst uns beten. Gott, du Herr aller Mächte und Gewalten, du hast deinen Sohn gesetzt über das Werk deiner Hände. Wind und Meer müssen ihm gehorchen. Wir bitten dich, gib deinem Worte Kraft, dass dein Reich wachse und sich ausbreite und alle Kreatur frei werde zur herrlichen Freiheit deiner Kinder. Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Gott, Vater, dir sei Dank gesagt und Ehre, Herr Jesu Christ, in Glauben in uns
kommt, dass wir